Heute reinigen wir zusammen die Kindersitze, dafür mache ich das AquaClean mit ins Wasser. Sehr zu empfehlen, wenn ihr viele Essensreste einsaugt. Das löst bei viel Fett die Oberflächenspannung. Dadurch setzt sich das Fett nicht am Behälter ab und ihr könnt ihn viel besser reinigen. Auf geht's! Machen wir die Kindersitze sauber. Hä? Was? Doch, ich glaube schon. Ich habe am Anfang den groben Dreck erstmal mit der Fugendüse rausgesaugt und bin so gut auch in die Rillen unten reingekommen. Hab jedoch gemerkt, dass es nicht ganz so gut geklappt hat und bin schlussendlich dann auf die Bürste umgestiegen. Und damit konnte ich sozusagen den ganzen Staub und auch sogar die Sachen, die festgeklebt waren, einfach aus den Rillen bürsten. Und es hat viel, viel besser geklappt. Und dann zeige ich euch jetzt mal, warum ich den Bezug nie wieder in der Waschmaschine waschen werde. So, die Sitze sind fertig. Ich habe ausnahmsweise die mal gewaschen. Und ich bereue sie jetzt schon sehr. Normalerweise mache ich die einfach mit einem Busset sauber und gut ist. Da wir aber jetzt die Weihnachtsfeiertage nicht weggefahren sind, hatten wir so 4 Tage Zeit, um sie trocknen zu lassen und wieder zu beziehen und bla. Weil es ja der Mega-Akt ist. Aber ja, also ich habe die vielleicht bei 30 Grad nicht mal wirklich mit viel Waschmittel oder sonstiges. Und ich glaube, man sieht es. Also das war mal, ja, sieht man, oder? Was ich meine, warum ich es bereue. Und richtig sauber geworden ist ja halt auch nicht. Also dann kann man das auch mit dem Nimbus machen und er ist innerhalb von 2 Stunden wieder trocken und man hat alle Flecken weg. Aber gut.